Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fetzig. Wir spielen heute wieder eine Runde PlayerUnknown's Battlegrounds und ich bin heute mal wieder alleine hier am Stüssel für euch. Die Flugroute ist ganz in Ordnung. Wir gehen hier runter, Freunde. Relativ weit, aber das wird schon gehen. Unser Lieblingslandespot hier auf der Map. In der Tat. Da landen wir ja... wie oft sind wir da schon gelandet im Leben, Freunde? Eieiei. Viele werden jetzt hier Georgopol rausgezogen, natürlich. Das ist schon mal gut. Dann werden noch ein paar, glaube ich, Pushinki. Das ist ja so ungefähr geflogen. Pushinki, Möter und vielleicht probiert ein oder zwei auch zur Insel oder so. Und ich werde hier, glaube ich, relativ frei looten können. Erstmal, da links ist auch noch was. Ich sehe jetzt auch keinen hier in meinem unmittelbaren Umfeld. Also hoffen wir natürlich auf geiles Loot, Freunde. Geiles Loot, geiles Loot. So muss es sein. Ich habe mir übrigens überlegt, die Umfrage, von der ich in der letzten Folge geredet habe, werde ich immer montags starten und die geht immer bis Donnerstagabend. Sprich, ja, ich werde dann auch ab und zu natürlich auf Twitter und Co. Werbung machen, so nach dem Motto, jetzt abstimmen für das, was ihr im Stream sehen wollt oder so. Falls hier doch jemand landet, nehme ich mal die UMP mit. 30 Schuss sollten dann aber... auch reichen, ich hab Schluck auf. Eieiei, Freunde. Ich habe auch schon Damage bekommen, natürlich, ne? So muss es sein. Besser kann man ja nicht in die Runde starten, würde ich sagen. Schalldämpfer MP nehmen wir auch mal mit. Red Dot packen wir erstmal drauf. Die MP ist ja gleich voll ausgerüstet, ne? Jetzt noch ein Vierfachsucher, dann. Ciao, Kakao. Schnellzugriffmagazin. Ach, das war für AR. Egal, nehmen wir erstmal mit. Passt schon. Das passt schon. Oben Schüsse irgendwo hier so. Oh fuck, guckt euch die Safe Zone an, Freunde. Alter. Ihr habt sie nicht lange gesehen, weil ich sie direkt weggedrückt habe. Aber Alter. Erweitertes MP. Ja, ich habe gar nicht mehr Moon dabei. Baseball Cap. Oh. So viel zum Thema nicht mehr Moon dabei. Zack, aber 40 Schuss sollten echt reichen. Erstmal. Ersthilfekoffer. Aber alter Schwede, guckt euch diese Safe-Zone an, Freunde. Vielleicht habe ich Glück und unten steht ein Auto, da habe ich jetzt null drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber meistens hat man da weniger Glück, leider Gottes. So. Hier muss ich auf jeden Fall zu Ende looten. Erst dann gucke ich nach dem Auto. Wenn nicht, wird das eine sehr laufintensive Folge. Aber passt schon, Schalldämpfer, Handfeuerwaffe brauchen wir jetzt nicht. Ja, ja. Vielleicht habe ich ja einmal in meinem Leben Glück, ne? Okay, nein. Blendgranate nehmen wir mit. Was ist hier? Mündungsfeuerdämpfer MP, nein. Molly, nein. Nein, nein. Oh, Zweierweste. Noch eine Zweierweste. Und Verbände. Die Verbände nehme ich jetzt auch nur mit, weil die Safe Zone so am Arsch der Welt ist. Damit ich dann zur Not halt sagen kann, ja, scheiß mal drauf, dass die Safe Zone so weit weg ist. Ich heile mich mit Verbänden hoch. Easy. S12K brauchen wir jetzt auch nicht. Blendgranate. Einserhemd, zwei Rucksack haben wir beides. Verbände. Da fährt gerade einer mit dem Auto weg. Oder hat er hier angehalten? Hier liegt ein erweitertes Schnellzugriff für SR. Das hätte ich in der Folge davor gebrauchen können mit der Mini. Ich glaube ja, der Typ hat hier sogar angehalten. Ich habe echt keine Waffe, nix. Ja, Freunde. Und hier unten steht auch kein Auto, ne? Nee. Natürlich nicht. Das wird eine laufintensive Folge.
Eigentlich kann ich die Waffe auch wegpacken, macht eh keinen Sinn. Habe ich irgendwie Heilung? 25 Verbände, ein Erste-Hilfe-Koffer, aber nichts, was man wirklich gebrauchen kann. Moon habe ich schon, aber keine Waffe. Freunde, was sehe ich denn da? Was sehe ich denn hier? Ich laufe erstmal dran vorbei. Nice. Oh, wenn man alleine ist, ne? Als ob man auf den Beifahrersitz einsteigen will. PUBG. Macht doch einfach, wenn man alleine ist, steigt man immer vorne ein. Wo ist denn das Problem? Oder, Freunde? Wie seht ihr das? Ich werde mich so überschlagen. Nice, relativ offenes Feld. Oh. Der hat mich einmal getroffen. Ist natürlich nice für mich. Und schade für ihn. Ah, da kommt man erstmal nicht mehr weg, wenn man sich da einmal festgefahren hat, ne? An einem kleinen Stück Wäldchen, ne? Kann man ganz kurz gucken, wo ich ungefähr hin will. Hier irgendwo. Ich fühle mich halt mit dem Ding echt nicht sicher, ne? Ist hier nicht irgendwo eine Straße oder so? Kreuze gleich die Straße. Erstmal bin ich safe. Das ist schon mal so die erste Miete. Hier sind Türen noch zu. Theoretisch hätte ich hier looten können. Alter, dass das Ding noch läuft. Das kannst du schon... Ich sehe den Baum... Oh, ich bin knapp am Baum vorbei. Freunde, ich sehe den Baum auf mich zukommen. Ich denke schon, okay, das war's. Ciao, Kakao. Hab mich schon damit abgefunden, die Runde wegschmeißen zu müssen. Und dann so ganz knapp dran vorbei. Oh, echt, ey, der hat das Schulterblatt eingezogen wahrscheinlich. Ah, hier bin ich. Hier ist natürlich offen. Puh. Dann fahren wir mal schnell weiter. Hier oben. Irgendwo hin. Ich habe jetzt echt Damage bekommen, ne? Noch mehr, als ich eh schon hatte. Ah, beim Baum habe ich mich schon tot gesehen gerade. Alles gut. Alles im Lot auf dem Boot. Alles im Butter auf dem Kutter. Hier ist Prison. Aber nein, Freunde. Aus Prison Schüsse. Verbände. Oh, endlich eine Waffe. Hatte ich nicht auch ein erweitertes? Ne, Schnellzugriff und Zweifachvisier. Okay. Okay, okay, Freunde. Oh, alter Schwede. War das eine Geburt jetzt? Hier hinzukommen. Zum Glück hat der Typ mich unterwegs nicht auch noch getroffen. Dann wäre ich, glaube ich, nicht so einfach hier hingekommen und wäre wahrscheinlich krepiert sogar. Weil ich dann nervös geworden wäre natürlich und dementsprechend anders reagiert hätte, Freunde.
Eieiei. Oh, Schmerzmittel. Ah, da oben ist es. Es gibt, glaube ich, auch einen Shortcut dafür, oder? Ich habe den nur vergessen. Zack, einmal vollboosten, bitte. Richtig unnötig, da ein Schmerzmittel zu verschwenden. Ich finde jetzt 100 pro in Energy, Freunde. Wenn man nämlich erstmal das Schmerzmittel dann genommen hat, dann findet man auf einmal was. Noch ein Schmerzmittel, nice. Zweierhelm, auch nice. Ah, hab ich gesagt? Ich finde ein Energy. Hab ich's gesagt, Freunde? Ich will ja nicht sagen, ich kann gut predikten, aber das ist einfach irgendwie immer so. Wenn man es gerade benutzt, ne, Murphys Gesetz und so, Freunde. Was passieren kann, wird passieren. Wie zum Beispiel der Achtversucher ohne eine Waffe für den Achtversucher. Ah! Alter. Den kann man echt nicht auf die M416 packen, ne? Das gibt's, M16A4. M416 geht ja. Oh, Mann, ey. Noch ein Schmerzmittel. Was schmeiß ich ihn jetzt raus, hier? Landgranaten brauche ich eh nicht. Nee, Verbände, Alter. Was habe ich für Verbände dabei? 42 Stück jetzt wieder. Ich hätte nur 3 rausschmeißen müssen, damit ich es mitnehmen kann. Oh, ich dachte kurz, der aufsteigende Rauch, ja. Ich dachte kurz, da ist ein Gegner hinterm Auto oder so. So, nutzen wir mal den Hintereingang hier. Jetzt noch eine Waffe für den Artversucher. Das wäre so gut, Freunde. Oder ein Vierversucher, wahlweise. Aber wird beides nicht passieren. Wird beides nicht passieren. Murphys Gesetze. Nein. Und Überraschung. Keine Waffe für den Artversucher. Da lag auch keine. Mann, ey. Und ich bin noch safe. Wir könnten hier am Rand die kleineren Dinger mitnehmen, aber... Ja, 2 Versuche halt, ne? Freunde, wie ärgerlich, ja. Wie ärgerlich, das regt mich jetzt wirklich auf, ey. Dass man da so ein Pech haben kann. Wisst ihr, ich denke, okay, nice. 8-Versucher. Und im nächsten Moment war direkt der nächste Gedanke so. M16A4. 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 Und dann, fuck! Gibt es nicht. Liegt hier irgendwas? Natürlich nicht. Hier vorne kommt gleich ein Lager irgendwo. Hier, glaube ich. Wo man ab und zu noch ein bisschen Loot mitnehmen. Ja, die Container. Vielleicht habe ich Glück, Freunde. Aber glaube ich nicht. Nicht bei meiner heutigen Geschichte, ja. Ja, der Erdup kommt natürlich da ganz hinten. Das war auch mehr oder weniger klar. Ist das nicht sogar Wasser da, wo der kam? Kommt noch ein zweiter? Hallo? Zweiter Erdorf? Nein. Hier ist natürlich gar kein Loot. Also ich weiß nicht, ob hier schon jemand war oder hier nie Loot ist, aber... Gar kein Loot ist halt hart, ne? Ich brauche halt eine Waffe für den 8-Fachsucher. Wahlweise einen 4-Fachsucher. Uiuiui, jetzt die Frage, ist hier vorne schon gelootet? Ja, nein, vielleicht. Mit Keksen? Ich weiß es nicht, ne? Oh, der Baum blockt natürlich. Da kratze ich mich gerade am Auge, ne? Damit da irgendwie
Keine Ahnung, genannt, ja. Block genau der Bahn. Also die Tür hier ist zu. Die hinter auch. Ich brauche eine Waffe. Was kann ich jetzt wieder wegwerfen? Komm, 20 Verbände fliegen jetzt erstmal raus. Scheidämpfer MP haben wir schon. Danke trotzdem. Hier sieht es auch nicht so aus, als wäre eine Waffe drin. Ist auch nicht. Noch eine Splittergranate. Ich habe 5 Splittergranaten, Freunde. Eigentlich könnte ich jemanden richtig gut wegbomben oder so. Aber natürlich ist in den Häusern hier auch keine einzige Waffe. Hier vorne sind Häuser, aber die werden gelootet sein, denke ich. Darf halt auch nicht zu viel Krach machen beim dementsprechend nicht durch Fenster reingehen oder so. Uiuiui. Das ist schon kacke. Sonst hätte ich hier hinten einfach reingehen können. Hier ist die Tür zumindest zu. Bam, Freunde. SKS mit erweitertem Magazin und 8-Fachsuche. That's what I'm looking for. Dann kann ich nämlich die 9mm Mun auch wegschmeißen. Und jetzt finde ich die AKM, ne? Dann schmeiße ich die 556er komplett weg. Nehme das hier weg. Oh, come on. Das hier weg. Das hier hin. Das wieder dran. Oh, ja. Also 8-fach und 4-fach-Suche. Und ich bin safe. Und ein Energy, Freunde. Nice. Irgendwo da höre ich ein Motorrad. Die Frage ist halt auch, wie lange bin ich hier noch safe, ne? Erstmal kurz ins Bad. Ja. Uiuiui, kurz die Zone abwarten, Freunde, oder? Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es nicht. Komm, ich warte die Zone kurz ab. Uiuiui. Oh, kurz bequemer hinsetzen. Puh, und was habt ihr heute so gemacht, Freunde? Ich habe bisher, ich meine, wir haben Sonntag 11.10 Uhr eine Folge PUBG aufgenommen. Und jetzt bin ich bei der Folge hier. Und ich habe zum Frühstück, ich habe mir gestern, mega nice, habe ich mir Essen bestellt. Ne? Rahmschnitzel mit Pommes und 2 Salate. Wohlbemerkt, Freunde, Krautsalat. Aber nicht normaler Krautsalat, ne? Normaler Krautsalat ist ja was für Lappen, ne? Muss man ja sagen. Sahne-Krautsalat, alter Schwede. War das lecker. Und dann habe ich mir 2-mal Sahne-Krautsalat bestellt und einen halt in den Kühlschrank bestellt und heute schön zum Frühstück den 2. gegessen, Freunde.
Eieiei, das ist auch der einzige Laden in ganz Essen, der den hat. Und da kann man auch nur mit Barzahlung zahlen. Also wenn man über Lieferando oder Lieferheld oder was weiß ich bestellt, geht nur Barzahlung. Bei allen anderen geht Online-Zahlung, nur bei diesem einen Laden geht nur Barzahlung. Da haben wir uns nämlich mal geärgert. Da habe ich mal mit meiner Schwester bestellt. Und wir hatten auch gar kein Geld im Haus, deswegen haben wir überhaupt bestellt. Ne, sonst wäre ich halt kurz einkaufen gegangen. Aber in der Nähe vom Laden, wo ich immer einkaufen gehe, ist halt keine Sparkasse oder kein Geldautomat. Dementsprechend, ich zahle auch immer lieber mit Bargeld. Dementsprechend bin ich halt nicht einkaufen gegangen. Ne? War irgendwie freitags oder so, keine Ahnung. Ja, dann dachte ich mir, okay, passt soweit. Ich nehme mal die AKM hier, oder? Passt soweit, ich bestell da. Drück auf Bestellen. Normal kommt dann halt immer, ja, hier Zahlungsmethode auswählen, was weiß ich. Und dann war bestellt. Ich denke so, hä? Und dann gucke ich nach. Ja, die wollen Barzahlung. Ja, was machst du denn jetzt, ne? Ich habe dann da angerufen und hat dann leider woanders bestellen müssen, weil die nehmen halt keine Kartenzahlung und ich hatte halt kein Bargeld und hätte ich das Bargeld erst holen müssen, wäre ich halt allein 20 Minuten Weg unterwegs gewesen. Plus dann noch kurz bei der Sparkasse, so 22, 23 Minuten vielleicht. Wäre ich allein unterwegs gewesen. Dementsprechend hätte das halt wahrscheinlich nicht gepasst. Wobei gestern haben die lange gebraucht, 75 Minuten. Aber im Normalfall sind die halt, ne? Das ist ja auch direkt ums Eck. Also die sind im Normalfall in 10, 15, 20 Minuten da, je nachdem, was du auch bestellst. Uiuiui, jetzt kommt die neue Safe Zone. Ich bin nicht mehr safe. Okay, habe ich schon fast mitgerechnet. Aber okay. Kommt man hier hinten raus? Nein. Kommt man hier raus? Nein. Okay. Rechts von den Hallen sind Schüsse und da landen auch gerade zwei Airdrops, Alter. In so einer späten Zone zwei Airdrops. Stand das Auto hier vorhin schon? Links Schüsse? Von den Häusern? Okay, ich bin zumindest schon mal safe. Was nicht gleichzeitig heißt, dass ich gut gedeckt wäre. Ich glaube, der Turm wird beim nächsten Mal nicht rausfallen. Wenn ich es dahin schaffe, könnte ich überleben. Die Betonung liegt auf, wenn ich es dahin schaffe. Schüsse links. Uiuiui, Freunde. Jetzt ist halt wieder so ein bisschen abwarten und Tee trinken, ne? Wie immer. Okay, kommt gerade ein Auto angefahren. Fährt hier aber, glaube ich, vorbei. Die Frage ist halt, bin ich gleich hier noch safe oder nicht? Es könnte sein, dass halt hier irgendwo safe sein, aber hier fällt das Wasser noch raus. Also hier vielleicht, muss man da gucken. Es könnte sein, dass ich noch safe bin danach. Uiuiui. Huhuhuhuhu. Alter Schwede, ist das knapp. Alter. Okay, also ich bin noch safe, aber genau am Rand.
Also wirklich das letzte Haus, was in der Richtung safe ist. Alter, ich bin auf der Linie, mehr oder weniger. Okay, hinter mir ist einer. Der rennt jetzt oben rein, glaube ich. Nee, er kommt hier rein. Fuck, ich hole ihn nicht. Wie dumm war das? Wie viele Trefferpunkte? 5? Ich habe doch mindestens 2-mal gehittet. Come on. Ich guck mal, ob er sich erschreckt hat. Das will ich wenigstens noch nachschauen. Wie ärgerlich, ey. Okay, er wurde schon einmal 2-mal gehittet. Und dann rennt er bei mir rein und ich hole ihn nicht. Er hat mich gesehen. Ich hätte ihn nur einmal hitten müssen, Freunde. Wie ärgerlich, wie ärgerlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dann und rein. Ciao.